Die beiden, ja, ihr könnt aber auch anfangen, okay. So, Sizilianisch, mal gucken, was der Tux gegen Sizilianisch spielt. G6, oha. Mal kurz eine Frage, Georgius. Wenn ich dich in Discord, wenn ich da am Regler schiebe, dann ändert sich absolut gar nichts von der Lautstärke. Das kann aber Meinst nicht du, sein. wenn ich dich hier bei Discord ausmache, dann bist du trotzdem nach wie vor dieselbe Lautstärke zu hören? Also, wenn ich da was mache, verändert sich Hörst das. du mich nicht mehr? Ja, klar. Ich kann die auch lauter Ja, machen ist darüber, sehr aber seltsam. das ist normalerweise nicht nötig, weil in Streamlabs das alles schon geregelt ist. Das benutze ich eigentlich so gut wie nie. Okay. Oh, Raphael Asbach, mein Lieber. Danke für die 5 Gifted Subs. Das ist herzallerliebst. Dankeschön. Wie viel? 5. 5. 5. Nice. Genau, bei den Subs können nur Subs bzw. YouTube-Mitglieder mitmachen. Bonbon. Lustig, dass hier Tux früh abweicht und kein D4 spielt. Das ist richtig gut, weil er kennt G6 nicht und man spielt dann einfach irgendwas anderes. Das ist eine gute Reaktion. Okay. Milan Beck, danke für den Sub. Das ist schon fast eine C3. Profi-Reaktion. Ja, C3 war jetzt natürlich ein bisschen ungenau. Man muss das ruhieren. Ja, Man kann E5 machen. man Ja, kann man das kann alles E5. machen. Ja, man kann E5. Dame E2 geht alles. Ja, sie macht alles einen sehr vernünftigen Eindruck. Ja, der Tux, du. Bei Tux, gibt es denn eigentlich, gibt es nicht diese Kekse, die Tux heißen? Ja. Ja. Aber die werden anders geschrieben, glaube ich, oder? Tuck, Tuck, Tuck werden die geschrieben. Tuck, 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 Tuck ja. mit C. Schmecken gut, oder? Habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Ist eher so ein Bröselzeug. Verstehe. Wie ist das Essen in Kolumbien so? Was isst du so? Ja, das kolumbianische Essen ist ziemlich fleischlastig. Generell Südamerika ist ziemlich fleischlastig. Also, mal, welches Land ist nicht fleischlastig? Sag mir mal ein Land, das nicht fleischlastig ist. Berlin. Welches Land ist nicht fleischlastig? Ich weiß nicht. Japan vielleicht? So ein bisschen, wenn wir nach Italien? Asien. Italien? Italien ist sehr gemischt, das stimmt. Essen Sie Nudeln und Pizza? Ja, Vegetarier in Indien, ja. Sind das 50% Vegetarier, so viele? Ist das so? Ja, das kolumbianische Essen Okay. ist nicht so ganz meins, aber hier gibt es natürlich auch alle möglichen Cousinen. Ich habe letztens gesehen, auf Instagram natürlich, da hast du mal wieder die neuesten News gepostet. Du warst im leckeren, feinen Restaurant zwischendurch. Die neuesten News gepostet. Ach, du schaust tatsächlich Stories auf Instagram, oder was? Wenn mir das Interessant, angezeigt ja. wird, werde ich auch mal bei dir gucken, klar. Ja, ist ja auch relativ selten, dass ich mal eine Story poste. Aber genau, wir waren hier in einem Michelin. Restaurant. Michelin. Ja, ich war noch nie in einem Sterne-Restaurant oder so. Ich wusste auch gar nicht, dass es ein Sterne-Restaurant ist. Aber ja, ich dachte mal, gönne ich mir mal diese Erfahrung und war sehr interessant. Es gab, keine Ahnung, also sie haben das so Momente genannt. Es gab dann 22 Momente, aber das fing auch schon damit an, als man reingekommen ist, hat man so eine, wie sagt man, Empfang. eine, wie nennt man das? In der Chemie arbeiten immer mit so Ampullen, ne? Ampullen, genau. Wo man auch wo. Wenn man Blut abgenommen bekommt. Ja, wir haben so eine Ampulle bekommen, wo so ein Weingemisch drin war, erstmal. Oha! So ging das los und dann gab es erstmal Fingerfood. Das war auch, hat mich überrascht. Also am Anfang gab es mehr so kleine Sachen, die man mit den Fingern gegessen hat. Und als Highlight wurde einem über die Hände wurde einem Schokolade gegossen. Voilà. Und dann haben sie noch so ein bisschen Kaffee und so ein bisschen Kaffee-Zuckermischung drauf gestreuselt. Und dann hat man quasi seine Finger abgeleckt. Hat Spaß gemacht, ungewöhnlich. Das war eine Molekularküche, ja, genau, richtig, Peter. Wobei ich gar nicht weiß, was das heißt, aber es war eine Molekularküche. Nur teuer war der Spaß. 125 Dollar pro Person. Okay. Ja, also Also schon 110 teuer. Euro oder sowas in der Richtung, ja. Wobei ich glaube,
Aber ich habe keine Erfahrung, aber ich glaube, wenn man in Europa oder in Deutschland in ein Sterne-Restaurant geht, dann ist das nochmal deutlich teurer. Ja, und später gab es dann die Rechnung. gab es die Rechnung und da stand da irgendwie so ein Riesenbetrag drauf. Und dann stellte sich heraus, dass man die Rechnung essen konnte. Und das war dann auch so ein Moment. Dann hat man die Rechnung, war quasi so, ja, essbar und dann hat man sie mit Schokolade zusammen gegessen. Das war auch ganz witzig. Also sie haben sich da ordentlich was einfallen lassen und war insgesamt eine schöne Erfahrung. So, wollen wir was Nice, zur Partie sagen oder? nice, nice. Bisher ist Ja, noch nicht viel passiert, nö, aber ich glaube, jetzt geht's solides Schach langsam bisher, los. solides Schach bisher. Jetzt aber D schlägt E4 eventuell. Naja, D4, ne? Hat aber nicht Ja, ich gemacht. weiß nicht, ob man den hätte gewinnen können, aber wahrscheinlich, ja. Ja, ich hätte auch Springer schlicht E4 nicht gemacht, Springer H4 stattdessen. War stark, denke ich. Und dann F4, F5, solche Geschichten. Ja, Springer A4, ja. Naja, egal. Läufer E3, der muss den Läufer ins Spiel bringen, der D4 muss gedeckt werden. Das ist immer das Problem bei dieser Struktur, Freunde, müsst ihr euch unbedingt merken. Die entsteht in vielen Eröffnungen. Französisch, Karo kann auch hier sizilianisch sein. Der D4 ist schwach. Den müssen wir stützen, damit wir Ja, auf ist die die, Basis. ja, damit wir auf die Flügel ausweichen können. Der geht eigentlich, in so vielen Fällen geht der verloren. Und wenn der verloren geht, dann geht der andere Freund auch direkt verloren, das ist Ja. das Problem. B3 weiß ich nicht, warum er den macht. Vielleicht wird er den Läufer über A3 entwickeln. Ja, denkt sich wahrscheinlich, auf E3 hat der Läufer nicht so viel Perspektive, er wird vom Bauern Ja. blockiert, aber es ist erstmal so mit dem Läufer. Der hat hier in dieser Struktur nicht so viel Genau. Perspektive und jetzt kann vielleicht Springer B4 kommen auch. Oder Dame A5. Ich glaube, Schwarz steht angenehmer Ja, hier. Schwarz steht sehr gut hier. Dame raus hier, ne? Vor allen Dingen Läufer Dame A3 raus, greift noch Läufer nicht mal was A4 läuft. an. Der ist gedeckt, der E7. Der Läufer Na? A3 steht da nicht richtig. Nee. Also, das sieht pseudoaktiv aus, aber wird schnell angegriffen und muss wieder weg. Seid ihr eigentlich gut im Billard? Nee, das würde ich jetzt nicht von mir behaupten. Bei dir? Manfred sagt, ich kann mir kein Sterne-Restaurant leisten. Ich verprasse mein Geld hier. Ja, komm. Wenn du 2x50 Euro spenden kannst hier, Manfred, kannst du dir, glaube ich, auch ein Sterne-Restaurant leisten. Aber vielen Dank. Naja, den Läufer nach B2 gestellt, da steht er vermutlich noch schlechter als auf E3. Das Problem ist, der Läufer auf E4 stört ungemein. Ja, jetzt tauscht er ihn. Will mit dem Springer nehmen, das ist okay. Dann kann der Springer umgruppiert werden. Das ist gar nicht so doof. Es Ja, droht das ist gut. jetzt, ja, es droht jetzt Turm C2 hier. Nee, droht gar nicht wegen Turm D2. Schwarz hat immerhin auch eine tote Figur, möchte ich sagen, in den Läufer auf G7. Und insofern glaube ich, Stellung ist in Ordnung hier für Weiß. Also vielleicht sogar jetzt schon besser. Springer E3 sieht sehr vernünftig aus. Und Jürgen fragt, kann man auch an anderen Subs teilnehmen? Meinst du Sub-Battles oder was meinst du, Jürgen? Also als Mitglied darfst du dich für alle Sub-Battles und alle Events, die für Mitglieder ausgerichtet werden, darfst du dich bewerben oder mitmachen. Klar. So, Springer E3 gespielt. Oh, Dame A3 F5. jetzt und dann hängt der D5, aber dann hängt auch der B3. Schwierige Stellung. Ist nicht so klar. A5 gefällt mir gut prinzipiell mit DD Läufer H6, den Läufer abtauschen, den Läufer irgendwie mal ins Spiel bekommen. Vielleicht, Carlo na, Guatemala. A3. A3 gefällt mir nicht. Läufer A3 wäre ein starker Zug gewesen. Hat er leider nicht gesehen. Läufer A3 wäre sehr stark gewesen. Ah, okay, um dann den Läufer abzutauschen auch Ja. und Bauern auf D5 unter Druck zu setzen. Aber wobei es hätte auch ein, ja, egal. Sag ruhig. Ja, alles gut. Hier ist eine Frage von Franz. Was sagst du zu Kasu und seinen Engine-Moves gegen Mamedov? Ja, ich habe die Partie noch gar nicht gesehen, aber das kann ich ja mal weiterleiten an Was TDG. machen die Wie denn Engine-Moves? da? Turm Ist das C1, so? Läufer H6, alles mit Tempo hier. Beide lassen was stehen. B3 hängt, D5 hängt, das ist viel zu schnell. Die kommen jetzt aber in Zeitnot, deswegen werden die nervös. B4, okay, sehr Wobei gut. man sagen muss, Dame schlägt B3 hätte mit Turm C3 auch beantwortet werden können. Okay, B4, okay. A6, ja, der Bau auf D5 hängt. Ich glaube, das hat er nicht auf der Rechnung. Oder vielleicht nicht, dass der Bau mit Tempo hängt. Vielleicht
Springer D5 verlässt geht sich auf doch. diese Festung. Ja, habe ich gerade gesagt, ja. Sorry. Warum sieht er das nicht? Hol einfach Tux nachher in den Call und frag ihn all das. Der greift den Bauern an, den er sowieso schon hätte schlagen können. Auch nicht schlecht. Stimmt. Auch nicht schlecht. Aber, also insgesamt finde ich es trotzdem eine recht hochwertige Partie. Ja. Da, gewisse Kleinigkeiten wurden auch übersehen, aber so prinzipiell positionell gespielt, das alles hat das Hand und Fuß von beiden her. Das ist ähnlicher Zeitverbrauch auch, ne? Okay, Schwarz hat jetzt 30 Sekunden. Okay, wir werden wieder ein Zeitnotdrama sehen, ne? Wir werden wieder ein Zeitnotdrama. Er muss jetzt schnell ziehen, weil er darf jetzt nicht zu wenig Zeit haben. Also gerade wenn man wenig Zeit hat, darf der Unterschied nicht zu groß sein. Ja, A5 oder, keine Ahnung, A5 ist auch komisch. Dann springe ich 7, stehen lassen. Ja. Stehen lassen, druckt nichts. Nein, nicht tauschen. Stehen lassen, der C5 stand super. Jetzt steht Schwarz besser, denn Weiß hat die schlechteren Leichtfiguren hier. Mit dem Läufer auf B2, der ist fürchterlich. Schaut euch das mal an, alle weißen Bauern sind auf Schwarz. Gut, aber er hat Raumvorteil. Ja, aber der Bauer D4. Schauen wir mal, ob der Bauer D4 fällt letztendlich. Okay. Warum? Raumvorteil gewinnt eben an Kraft, je weniger Figuren auf dem Brett sind. Okay, ich würde hier F4 hätte ich schon längst gemacht. F4. Mhm. Lässt sich den Springer abtauschen, bestimmt. Ja, leider. Das ja, ist dann jetzt. Kommt Läufer E3 und Springer B6, Springer C4. Und ja, haben, boah, das ist ganz, ganz schlecht, was er da macht. Ah, schade, hat er nicht gesehen. Jetzt Springer B6, Springer C4 wäre richtig saftig. Der Läufer auf B2 ist eine Katastrophe. Das ist. A4 wäre stark wahrscheinlich, aber. Oh Gott, H3 ist. Was macht er da? A4, B5 ist hier Trumpf. Nein, was ist das denn? Wo will er denn da hin? Da ist doch nichts los. Auf dem Königsflügel. Was macht er da? Am Königsflügel. A4, B5. Aber Schwarz hat da auch nicht gut reagiert. Hier, die bauen jetzt auf Schwarz. Ja. Gar nicht. A4, B5. Fällt mir gar nicht. A4, B5. Jetzt. Endlich. Ja. B5. B5. Und dann Läufer B4. Ja, 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 ja. Dann steht Weiß besser. Das heißt B5, Läufer B4. Und man kann den Springer nach G6 stellen, aber es kann nur Weiß besser stehen. Nein! B4? Das ist Katastrophe. Das gibt's nicht. Das ist auch hier schwarz. Genau. Das ist strategisch so schlecht. C6? Nein! Nein, nicht da am C6. Ja, das ist jetzt sogar D5. Wahrscheinlich sogar gewonnen für Weiß. Aber D5 war sehr stark. D7 Springer D5 jetzt. Ja, jetzt ist es. Was macht der denn? Ja, das ist Zeitnot. Lassen wir, ist Zeitnot. Läufer D2 einziger. Oh, der Bauf H3. Ja, Springer Bauf F4. H3, Springer L4. Hallöchen. Das ist Zeit. Die sehen das alles nicht. Sie haben genug Zeit. Das ist es ja. Sie haben hier genug Zeit gerade. Sie nutzen die Zeit aber nicht. Okay. Nein, das ist zu wenig Zeit. Die wissen mit dem Endspiel nichts anzufangen. Die wissen gar nicht, worum es geht in dem Endspiel. Das muss man einfach so direkt leider sagen. Das liegt daran, dass Endspiele, glaube ich, generell abgelehnt werden. Wenig trainiert werden. Der Läufer zieht irgendwie total sinnlos hin und her, anstatt ihn auf aktiv aufzustellen, dass er den G5 angreifen die ganze Zeit. Die ganze Zeit stellt er den so auf, dass er nichts angreift. Ja, eigentlich kann nicht so viel schief gehen hier für Schwarz. Ja, der Springer kann einfach F4 abholen, ne? Ja, klar. H3 abholen. Weiß bietet Remis an. Okay, guter Versuch. Ja, Läufer D6. Weiß, Läufer D6, Läufer E5. Was macht er denn mit dem Läufer? Läufer C1. Das gibt's doch gar nicht. Aktivier doch mal den Läufer. Greif doch mal was an. Ja, damit zwingt er ja Schwarz. Ja, sicher. Der zieht den Läufer total sinnlos, die ganze. Das gibt's doch nicht. Greif doch mal was an damit. Aber Schwarz. Nee, Schwarz sieht's auch nicht. Schwarz sieht's auch nicht. Springer 4, Springer H3. Und jetzt ist der Bauer gleich weg. Oh Gott. Ich werde verrückt. Okay, nutz die Zeit. Hol dir den Bauern auf H3 und du gewinnst das Ding. Nein. Ah. Nein, bitte nicht tauschen. Läufer D2. Aus irgendeinem Grund sieht er nicht diesen Zug mit dem Angriff auf den Läufer. Er sieht es nicht. Jetzt ist es, gibt's doch nicht. Aber es könnte immer auch Remis sein. Läufer E7, jetzt findet er es. Ja, der König muss zurück, aber es kommt König E4. König D3, König E4. Ja, König. König D3, König D5. Läufer 6. Ja, Springer F4 einfach, oder?
Und dann laufen, meinst du? Nee, Springer 4, Läufer G5. Springer F2 vielleicht und dann H3, aber König D7, er läuft rüber, das ist, aber es, der Läufer bleibt dran. Aber dass er den König nicht näher bringt, ne? Das ist schon der aber hier kommt Springer F4 Schach, deswegen bringt er ihn nicht näher. Ah, ja. Das ist jetzt schon Läufer G5, komm. H3. Läufer G4, einziger Läufer F, ja, Läufer, ja, es gewinnt. Springer G4. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Hurricane, komm schon. E5, bitte mach E5, bitte mach E5, bitte. Bitte mach E5. Er muss E5 machen, dann gewinnt er, aber das andere ist Remis wahrscheinlich. Springer E3 gewinnt auch. Springer E3 ist. Das ist Remis! Dann nimm doch auf D5 erstmal raus! Mega Partie, Tux. Tux, Riesenspieler. Mega, mega Partie. Mega Partie, muss ich sagen. Ganz, ganz stark. Ganz stark, dass Remis am Ende erkämpft. Der Hurricane Age ist, glaube ich, so angepisst, dass er direkt... Ach nee, der ist noch online, der ist noch online. Es sah so aus, als ob er weg wäre. Oh Gott, das war... Ich bin 100 Jahre älter geworden. Eieiei. Ei, ei.